Das hier ist das HTC Flyer, eines der aktuellen HTC Tablets. Es kommt in einem schicken Design und mit Android 2.3.3. Bevor wir uns aber dem eigentlichen Gerät widmen, müssen wir erst einmal schauen, was HTC überhaupt alles mitliefert. Als erstes hätten wir hier diese stylische weiße Hülle, in dem sich das Tablet später ganz einfach transportieren lässt. Darunter befindet sich auch schon das eigentliche Gerät, das HTC Flyer. Als nächstes hätten wir hier ein paar Kopfhörer, das Netzteil zum Aufladen, das Anschlusskabel an den Computer und diesen kleinen Stift. Was der kann, das erzähle ich euch gleich. Außerdem liefert HTC noch ein paar Kurzanleitungen und Sicherheitshinweise mit. Und nun zum eigentlichen Tablet. Auf der Vorderseite des HTC Flyer zeigt sich direkt der 7 Zoll große Touchscreen. Auf der Oberseite spendiert HTC dem Tablet eine kleine Webcam mit 1,3 Megapixel. Auf der Rückseite haben wir zwei kleine Lautsprecher, außerdem noch eine 5 Megapixel Autofokuskamera. Auf der Oberseite des Tablets befindet sich der An- und Ausschalter sowie ein 3,5 mm Klinkenanschluss. Auf der Seite bietet das Tablet noch eine Lauter-Leiser-Wippe. Auf der Unterseite haben wir einen kleinen Anschluss, um das Gerät an den Computer anzuschließen bzw. aufzuladen. Beim HTC Flyer lässt sich außerdem auf der Rückseite noch diese kleine Klappe öffnen. Darunter lässt sich dann später Micro-SD-Karte und SIM-Karte verstauen. Vom Design her ähnelt das Tablet übrigens sehr dem HTC Wildfire S. So, fürs Erste haben wir genug geredet. Ich würde sagen, wir schalten das Tablet ganz einfach einmal an. Nachdem Android komplett konfiguriert und eingerichtet ist, sieht das Ganze so aus. Auf dem HTC Flyer läuft übrigens Android in der Version 2.3.3, es ist aber in Kürze ein Update auf Version 3.0 geplant. Außerdem ist HTC Sense auf diesem Gerät installiert. Ich hatte vorhin schon einmal kurz diesen Stift erwähnt. Was der genau kann, das erfahrt ihr jetzt. Es gibt beispielsweise auf dem Tablet diese Taste unten. Mit dem Finger lässt sie sich nicht bedienen. Sobald ich aber mit dem Stift darauf drücke, öffnet sich ein kleines Fenster und ich kann auf verschiedenen Möglichkeiten wählen. Ich kann beispielsweise sofort eine Bildschirmaufnahme machen und diese später ein bisschen bemalen. Ich kann Informationen ausschneiden oder auch einfügen. Natürlich lässt sich auch mit dem Stift das komplette Tablet an sich bedienen. Dank des 1 GB großen Arbeitsspeichers laden Webseiten flüssig und ruckelfrei. Multitouch funktioniert natürlich auch. Und auch mit kleineren Spielen und Apps hat das Tablet keinerlei Probleme. Alles läuft flüssig und ruckelfrei. Das HTC Flyer. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit dem Gerät. Es hat ein schönes Design und läuft dank Android 2.3.3 und einem 1 GB großen Arbeitsspeicher sehr, sehr flüssig. Besonders viel Spaß macht auf dem großen 7 Zoll Display Filme schauen, Bilder angucken, im Internet surfen und Spiele spielen. Das HTC Flyer gibt es im Internet ab einem Preis von 287 € mit GPS, 3G und WLAN. Insgesamt bin ich wie gesagt sehr zufrieden mit dem Tablet und kann es jedem nur weiterempfehlen.